Ist in meinem Rauchmelder eine Kamera? Ein relativ kontroverses Thema, was überall immer wieder diskutiert wird, ob in Rauchmeldern Kameras drin sind oder nicht, ob da Mikrofone drin sind oder nicht. Es ist schwer dazu vielleicht irgendwie zu sagen, ob es so ist oder ob es nicht so ist, weil es natürlich immer darauf ankommt, was es für ein Modell ist. Es gibt im Internet Rauchmelder zu kaufen, die aussehen wie ein Rauchmelder, die Funktionalität eines Rauchmelders nicht haben und halt eben in den Kameras dann versteckt sind. Ich glaube, gerade wenn wir über Mietwohnungen reden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ein solcher Rauchmelder bei Ihnen montiert ist, weil einfach die Problematik wäre, der Vermieter ist dazu verpflichtet, Rauchmelder nach der Rauchmelderpflicht zu montieren. Und wenn er dann eben anstelle eines Rauchmelders einen Rauchmelder oder einen Scheinrauchmelder, ein Rauchmeldergehäuse montiert, in dem eine Kamera integriert ist, würde er der Rauchmelderpflicht nicht nachkommen. Insofern kann man schon sagen, in einem normalen Rauchmelder ist keine Kamera integriert. Also wenn Sie sich den Rauchmelder, der bei Ihnen montiert wurde, anschauen und zum Beispiel eine Firmenbezeichnung auf dem Rauchmelder sehen, sei es iElectronics, Hecatron, Pyrex, was auch immer, können Sie schon mal relativ sicher sein, hier wird keine Kamera drin sein. Insofern würde ich grundsätzlich davon ausgehen, keine Kamera. Die zweite Frage, die sich oft stellt, ist die Frage nach dem Mikrofon. Hat mein Rauchmelder ein Mikrofon? Grundsätzlich ist es so, normale Standalone-Rauchmelder, die nicht Rauchmelder zur Fernwartung sind, haben kein Mikrofon, haben keine Möglichkeit, Daten irgendwie zu senden oder aufzuzeichnen. Wie gesagt, wie bei der Kamera kann man einfach hier schauen, ist das, von welcher Firma ist der Rauchmelder. Da kann man sich relativ sicher sein, dass der Rauchmelder über kein Mikrofon verfügt. Es gibt Rauchmelder des Typ B und C, die geeignet sind zur Fernwartung und die eben auf irgendeine Art und Weise überprüfen müssen, ob sie eben an der Decke hängen. Und in der Regel ist es so, dass der Rauchmelder dazu ein Signal aussendet und mit dem Mikrofon dieses Signal empfängt, um zu schauen, wie hänge ich an der Decke. Liege ich in der Schublade, wo natürlich dann die Länge, der Zeitraum der Rückkehr des Signals kürzer wäre als eben an der Decke, um einfach zu prüfen, ob halt er da ist, wo er sein sollte. Solche Mikrofone sind in der Regel nicht dazu geeignet, irgendjemand abzuhören. Das Problem ist ja eben auch, wenn man Leute abhören könnte, müsste man diese Daten eben auch transportieren. Und in den meisten Fällen wären das Mengen an Daten, die die Systeme überhaupt nicht in der Lage wären zu transportieren. Insofern würde ich mir eigentlich über solche Sachen eigentlich keine größeren Gedanken machen. Vielleicht ist es einfach gut, auch mal eine Diskussion anzustoßen. Was denken Sie darüber? Haben Sie Sorgen, was das betrifft? Ich halte es für relativ unbedenklich, gerade in Zeiten, wo jeder ein Mobiltelefon hat, wo wirklich es so viel mehr Möglichkeiten gibt, so in Zeiten von Alexa, in Zeiten von Google Home, wo es für die Technik so viel mehr Möglichkeiten gibt, viel, viel einfacher irgendjemanden auszuspionieren, denke ich, bräuchte man sich bei einem Rauchmelder am allerwenigsten Gedanken machen. Vielleicht schreiben Sie in die Kommentare einfach mal Ihre Gedanken und Erfahrungen dazu. Vielleicht nicht so viel Geschwurbel. Würde mich mal interessieren, wie Sie dazu stehen, was Sie dazu denken. Und vielleicht lässt sich daraus eine interessante Diskussion ableiten. Mein Name ist Sebastian Fischer von den Rauchmelder-Experten. Vielen Dank.